Der Trailrunningstock, ein wichtiger Begleiter, wenn man laufen geht. Speziell wenn man bergauf läuft oder geht, ist der Trailrunningstock sehr, sehr wichtig. Und dazu eignet sich natürlich ein faltbarer Stock, den kann man dann super am Rucksack verstauen. Der lässt sich dann ganz leicht ausfahren. Dann ist natürlich ganz wichtig, wie man den Stock richtig hält. Also nicht von oben hineinfahren oder nicht ohne Schlaufe nehmen, sondern einfach von unten durch die Schlaufe durchfahren. Und dann schaut man, dass man wirklich eher am oberen Ende vom Stock den Stock hält. Er ist eh schon super schön vorgegeben, wie man den Stock halten soll. Trailrunning-Stock gibt es noch zum Sagen. Er ist natürlich besser, wenn er auf der leichteren Seite ist. Da ermüdet man nicht so schnell. Aber er soll natürlich genug Stabilität haben, dass er nicht bei jedem Stein abbricht. Zum Trailrunning-Stock noch, es gibt faltbare Stöcke, so wie dieser hier. Das heißt, einfach hier auf einem Knopf drücken, dann kann man den super zusammenfalten. Wenn man aber jetzt zum Beispiel nur bergauf geht oder den Stock nie zusammenfalten will, kann man natürlich auch einen einfachen Stock nehmen, der nicht zum Zusammenlegen geht. Ist beides super geeignet. Da muss einfach jeder für sich selber entscheiden, was er am liebsten hat. Die richtige Stocklänge ist, wenn man durch die Schlaufe fährt, den Stock hält und dann circa, wenn man gerade steht, im rechten Winkel den Stock in den Boden stecken kann. Dann hat man nämlich einfach auch beim Runterlaufen die Möglichkeit, dass man den Stock verwendet, weil wenn der dann zu nieder ist, muss man nach vorne gehen. Aber auch wenn man jetzt bergauf geht und der Stock ist zu lange, dann ist der Stock da irgendwo heroben und man hat keinen guten Hebel mehr.